Seit Anbeginn der Zeit sind YouTuber gezwungen, gegeneinander zu kämpfen, um zu überleben. Dieser Wettstreit erreicht nun seinen Höhepunkt in der Beziehung zweier Let's Player, die sich vorgenommen haben, einander zu besiegen. Ein Pokal und Likes für den Gewinner, Daumen nach unten für den Verlierer. Dies ist der Kampf von Bacon vs. Shadow. Mahlzeit miteinander. Wir haben uns hier getroffen für die nächste spannende Challenge zwischen Bacon d'Orange und dem Shadowrunner. Richtig. Und heute steht alles im Zeichen des Fußballs. Ihr seht es schon im Hintergrund. Als erstes spielen wir auf der Dreamcast Dream Soccer von UEFA. Ja, top aktuelles Fußballspiel. Ja. Und danach spielen wir auf der PlayStation die FIFA Fußballweltmeisterschaft aus dem Jahr 2014. Also zwei Spiele. Und wenn es danach ein Unentschieden gibt, dann schauen wir uns ja, noch an, wie wir das entscheiden. Dann gibt es noch ein Elfmeterschießen, Sudden Dash, dann müssen wir irgendwie Schnick, Schnack, Schnuck spielen, welches Spiel wir dafür auswählen. Also ob wir dann Dream Soccer oder entsprechend auf der PlayStation spielen. Ja, und wir gehen hier rein, wir machen ein Traditional Mode Spiel. Wir spielen mit Nationalmannschaften. Und wir haben es ja schon mal zumindest kurz vorher angetestet. Also man muss dazu sagen, wir haben die Spiele nicht wirklich alle viel gespielt. Also die PlayStation-Spiele habe ich vermutlich mal ein bisschen mehr gespielt. Das ist ja die Shadows-Ausrede bei den Spielen. Und wir spielen hier aber die Wahrheit. Ja, wir spielen einen Versus-Mode und möchtest du welche Länder nehmen? Argentinien gegen Brasilien? Klingt für mich okay. Sind beide toll. Ist ein Klassiker. Und das ist eine Ordnung. Und dann darfst du aussuchen, ob du Argentinien oder Brasilien bist. Ich nehme Brasilien. Vielleicht hilft mir das. Zack. Und dann sehen wir jetzt die wunderbare Aufstellung. In der Testaufnahme hatte ich zwei rote Karten. Das war toll. Ja, das war sehr gut. Und du hast jetzt auch Spieler mit sehr interessanten Namen. Die klingen alle nach Ninja Turtles. Ronaldo, Ebono. Ja. Auch sehr schön, wie echt die Namen hier umgesetzt sind. Überhaupt nicht angepasst. Nee, so gar nicht. Rob Carlos. Ja, kennt man. Hallo und willkommen zum heutigen Freundschaftsspiel, bei dem beide Trainer Freundschaftsspiel? Da bin ich aber nicht der Meinung. Es gibt keine Freundschaft hier heute. Gegen Brasilien. Ja. Zum weiteren Kommentar gebe ich zu Marcel Reif und Christian Rudolf. Ja, Marcel Reif kennt man. Ja. Einem leider recht matschigen Spiel. Sehr lieb bei Dortmund-Fans. Der Regen wird wohl nicht so bald aufhören, sodass das heutige Spiel leicht in eine Schlammschlacht ausarten könnte. Ja, Schlammschlacht haben wir auch in den Kommentaren wahrscheinlich. Ich hoffe, der Schiedsrichter wird nicht mal anfangen hier, wenn es zu ein paar schlecht getimten Attacken kommt. Jetzt sehen wir den Anstoß. Ah, auf einmal, wo ich nicht mehr hingucke. Ja, natürlich. Nicht schlecht abgespielt. Ja. Geht so. Der Torwart muss schon in der ersten Minute ran. Ja, scheiße, hätte ich vielleicht nicht mehr angehen sollen. Also das hatten wir schon damals in der Testaufnahme festgestellt, wenn der Ball irgendwie in der Nähe des Außes ist, der Außenlinie ist, dann nimmt man die meisten beim Annehmen. Ja, also es ist wahrscheinlich einfach unsere Unfähigkeit. Ich finde es aber auch geil, dass die Spieler für einen schöner Spiel Pass. Ja. Einwurf, der war auch gut. Ja, das geht auch gut. Das war nicht so clever. Ja, sowas. Genau. Ja, wie auch schon bei den vorherigen Spielen, hier, es ist auch mal wieder ein Dreamcast-Spiel. Ah, sieht nach einer Schussmöglichkeit aus. Nicht ganz auf schnell reagiert. Ja, ganz knapp dran. Ja. Du läufst mir hier aber gerade weg. Er läuft ungehindert weiter. Ja. Er hat da nicht viel Platz. Ja, so. Das sind aber auch echt viele Leute. Sieht gut aus. Au! Kam zu spät. Oh. Was soll denn das hier? Also sind wir mal ehrlich. Also das, wir sind ja nicht beim... Ist so brutal. Wir sind hier ja nicht beim, keine Ahnung. Das ist ja Fußball und nicht irgendwie... Ja, aber nicht Rugby. Ach, das war nur ein Tackling. Vielleicht kriegst du eine rote Karte. In welche Richtung spiele ich überhaupt? Das schießt nach rechts. Ja. toller Pass. Da wird es eng. Ja, ist drin. Ja! In der Testaufnahme hat er kein Tor gemacht. Ja. Und jetzt das. In der Testaufnahme haben wir beide keine Tore gemacht. Da hat das Spiel mit Elfmeterschießen geendet. Was ich außerdem natürlich nicht erwähnt habe, ist, ich habe hier keinen Joker gesetzt. Zum Joker haben wir ja schon in der ersten Aufnahme erklärt. Habe ich nicht mal Fußball gesetzt, weil wir hatten ja auch gesagt, den muss man vor dem Spiel setzen. Das Tor dürfte ihr Selbstbewusstsein ziemlich lediert haben. Sie müssen das Tor jetzt erst einmal vergessen. Ach! Wo ist denn mein Handel? Da ist er. Oh.
125.000. Gut bewacht. Den konnte der Torwart gerade noch abwehren. Den wollte der Torwart auf gar keinen Fall reinlassen. Ich finde das toll, also wir haben echt keine Ausdauer. Also wenn wir dann hier nachher FIFA gegeneinander spielen, dann klappt es aber nicht, dass du irgendwie 100 Meter sprinten machst. Und dann wieder 100 Meter. Nicht? Spiel schade. Also lass mich so sagen, du kannst es probieren, aber irgendwann wird der Sprint recht langsam. Der kommt vor. In den Richtung. Oh! Er ist drin. Zwei! Ist zwei Shadow. Null. Damit hast du zwei Tore mehr gemacht als... Ja, sicher. Ja, wie gesagt, Testaufnahme hat... Das Problem ist, der hat sehr viel mehr Erfahrung mit Konsolen. Das Spiel geht weiter. Ja, das gebe ich auch zu. Also ich meine, wir spielen ja hier auch bei mir, wie ihr vermutlich mittlerweile mitbekommen habt. Und von mir auch schon auf ein, zwei Videos vom Shadow vielleicht auch so gesehen habt, wie wir es ja alles aufnehmen. Und, es ist sicherer, wenn der Ball erstmal aus der Gefahrenzone rauskommt. Ich habe das, also zumindest dieses Fußballspiel habe ich vorher nicht wirklich gespielt. Heute. Es schüttet gerade wie aber ich habe natürlich auf der Dreamcast insgesamt schon. Wunderbar eingespielt. Ach, wie ist denn ein Schießen? Eine gute Gelegenheit XB. Für einen schönen weiten ich glaub, Abstoß. Ich glaube, ist sogar ein Schuss im freien Raum. Mit 2:0 liegen sie locker in Führung. Ja, locker. Brauche ich gar nicht mehr Fußball spielen. Das Spiel ist gelaufen. Aber man muss dazu auch sagen, das ist auch noch kein Problem. Präziser Pass. Nee, bitte nicht. Drin ist er. Drei Tore. Okay, also ich glaube, ich weiß mittlerweile, wie viele Tore schießt. Drei. Bacon eine schlechte Art, die Führung zu bringt übernehmen. Bringt mir trotzdem nichts, weil insgesamt bringt die ganze Challenge, wie wir es schon erwähnt haben, bringt nur einen Punkt. Ja, weil du keinen Joker gesetzt hast. Fahrlässig. Ich ärgere mich gerade, aber gerade nach der Testaufnahme war ich mir echt nicht sicher, weil also bei FIFA hoffe ich ja, dass ich gewinne. Er begräbt den Ball unter sich. Der Torhüter ist über sich hinausgewachsen. Und falls wir dann irgendwie Elfmeter schießen, den Ball laufen haben, was ich vielleicht er läuft ungestört. Das war der letzte Schuss in dieser ersten Halbzeit. Gucken wir uns eben kurz die Statistik an. Noch ein paar Kommentare bezüglich Brasiliens heutigen Spiel. Lutz schnell. Kein schöner Anblick. Bis jetzt keinerlei Anstalten, das Spiel nach vorn zu tragen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie nochmal ins Spiel zurückkommen, oder Christian? Tja, Lutz, sie müssen sich hinter den Stürmern auf die Füße stellen, um wenigstens die Chance zu haben, aufzuholen. Die zweite Hälfte beginnt und ich gebe deshalb zurück zu Marcel Reif. So, dann darf ich jetzt wieder zeigen, was ich kann. Ja. Das ist doch bestimmt ein Foul. Nein, es war außerhalb. Man sie liebt oder nicht. Nein. Elfmeter auf alle Fälle. Richtig so. Wie schießt man jetzt Meter? Das war, glaube ich, entweder mit A oder mit B. Und das Gleiche war auch beim Halten. Ich darf allerdings als Torwart nicht zu Fuß springen. Das hatten wir damals herausgekriegt. So, wer schießt denn bei mir? Wahrscheinlich einer mit dem H am Ende. Ja, und guck mal, guck dir das Tempo an, wie der läuft. Die Spannung steigt. Echt, ey, wenn du das so ankündigst, sag mal, die Spannung steigt. Fast gehalten, fast ran. Aber der Elfmeter war einfach zu gut geschossen. Edmundo. Sicher verwandelt. Ja, jeder kennt Edmundo. Ich habe zumindest ein Tor geschossen. Ja, und man kann auch schon sagen, es sind jetzt 4 Tore mehr passiert als damals im Spiel plus Verlängerung. Ja. Weil wir wie oft kommt hier Wiederholung? Kann man es mal irgendwie... Vielleicht musst du A oder B drücken. Ja. Und dann nehmen sie sogar den... Ja, sie nehmen nicht den Ball mit zum Mittel und laufen erstmal jubeln rum. Jetzt wird es wieder spannend. Ja, ganz realistisch. Sie dicht machen können. Das ist ein absichtliches Foul an einer Nein, war es nicht. Gedankenlos. Von hier aus könnten sie gut etwas herausschlagen. Das war kein Foul, ich habe nur A gedrückt. Den werden sie sicher nutzen wollen. Mal sehen, ob sie halten, was sie versprochen haben. Ich glaube, Freischüsse sind auch noch nicht so. Den hat der Keeper gerade noch abgewehrt. Ungewöhnliche Abwehr. Ja. Gerne abgewehrt. Gerne. Ja. Kann heute auch irgendwie ungern einen Ball annehmen? Ja, kommt schon mal vor. Also auch schon im Jahre 2000 waren die Kommentatoren, fand ich, nicht wirklich besser, als sie heutzutage in den FIFA-Spielen sind. Da haut er auf den Ball. Was mache ich denn da für eine Sah super aus, was wir da gemacht haben. Sehr elegant. Ja. Aber ein Tor hat steht immer noch gerettet. 3:1. Liebe Fans, beim Verlassen des Stadions bitte unbedingt die gekennzeichneten Wege benutzen. Ja, nur die gekennzeichneten. Er legt eine gute Strecke zurück. Oh. Auf gut Glück abgespielt. Ja. Warum faulst du mich nicht mal? Ja, so er hat freie Bahn. Noch einen Meter schenken.
ganz einfaches zu spielen. Beim Elfmeterschießen hatten wir damals festgestellt, das kannst du wirklich. Da musste er sich ganz schön bemühen. Nun, wenn es beim ersten Mal nicht klappt, dann vielleicht beim zweiten oder dritten Mal. Hat zu viel Fahrt drauf, um ihn angreifen zu können. Wow. Ja, sehr gut. Ach, der tut doch nur so. Aber Gelbe bringt leider nichts. Ach, was mache ich denn da für unflätige, ja, wenn es dieselbe, die für denselben wäre, weiß nicht. Aber ich habe unflätige Szenen da gemacht. Ich finde aber wirklich, fürs Jahr 2000, wo das Spiel rauskam, haben die halt auch so, also nebenbei, wenn die gefault sind, dass sie da hinten noch so ein bisschen rumjammern. Was macht mein Torwart da draußen? Weiß ich nicht. Warum bleibe ich denn stehen? Warum bleibe ich stehen? Ja, nicht gut. Dass du da nicht mehr dahin gesprungen bist. Die zwei Tore sichern ihnen einen beruhigenden Vorsprung. Ja, super in Form. Matthias Geißler. Super in Form, hat keinen Ausdauerbalken. Ja, hier Matthias, geh mal zur Information. Ja, ist ganz wichtig. Das wurde sauber. Hör mal auf, mich zu decken. Schönes Passspiel. Nicht gut. Super gerettet. Mittig auf dem Torwart. Ja, schlechter kann man es nicht. Die Zeit läuft aber gegen mich. Das ist echt ein Problem. Ja, das ist im Stand von 3:1 brauchen wir noch ein Tor für die Spanke. Ich laufe einfach mit dem Ball hinten an die Eckfahne und stehe rum, bis du mich faulst willst. Mach ich aber nicht. So, sowas gibt es. Mit diesem also, Druck ist der gut fertig geworden. Rinden, das gerne mal gemacht. Gut gehalten. Dass sie da doch sehr auf Zeit nur noch 5 Minuten. Ja, nur noch. Läuft einfach weiter. Ey! Naja, das reicht, das bringt mir so wenig. Sie nutzen diese Gelegenheit dazu, Druck zu machen. Echt? Mach ich das? Noch eine groß dazu. Hast du das Tor gepasst, oder? Ja, ich glaube schon. Ich hätte vielleicht mal schießen sollen. Sie spielen hier gute Pässe. Schöner Steilpass. Mal sehen, wie viel Nachspielzeit er ihnen gibt. Nicht genug. Da ist er viel zu spät gekommen. Ich habe fertig, meint wohl der Schiedsrichter. Ich habe fertig. Ich habe total fertig. Ja, man muss sagen, ein fantastisches Ergebnis, dieses 3:1. Allerdings das Deutsche bekam das Spiel nie richtig. Das ist zwei Schüsse zu wenig. Und nur selten gefährlich fürs Tor. Und nach einer kleinen Karte sehen wir uns wieder in Fieber. Ich sag schon mal, bis dahin. Ciao. Herzlich willkommen im Stadion. Immer wieder diese schöne Ungewissheit. Manni Breukmann und Frank Buschmann sind Ihre Kommentatoren. Ja, und wir freuen uns auf Manni. Hoffentlich klasse Fußball. Der Informationsnachschub darf einfach nicht gestoppt werden. Frank, ein paar Informationen über das Maracanã-Stadion. Das Estadio do Maracanã wurde extra für die WM 2014 komplett restauriert, wobei aber die Fassade unter Denkmalschutz gestellt wurde und erhalten blieb. In diesem Stadion wird das WM-Endspiel ausgetragen und es bietet jetzt, man muss ja sagen, nur noch Platz für ungefähr 73.500 Zuschauer. Und die heutige Begegnung lautet Honduras gegen Finnland. Ja, und damit willkommen zurück nach dem kurzen Cut hier zum zweiten Teil unserer Fußball-Challenge. Ja, ein WM-Finale zwischen Honduras und Finnland, das ist realistisch. Das sieht man nicht alle Tage. Muss hier wieder sagen, ich habe einen extremen Nachteil. Er hat ja schon mal zur letzten WM ein Special damit gemacht und 10.000 Spiele gemacht. Ja, ich habe ja damals sehr souverän gespielt. Mit Fjalk zusammen, ne? Teilweise mit Fjalk, ja. Ja, wir haben jetzt drauf geachtet, also wir hatten ja in der ersten Challenge Argentinien gegen Brasilien, große Teams, jetzt haben wir Honduras und Finnland. Auch zwei große Teams, also absolut. Ja. Hier sehen wir ja die Startaufstellung, wer kennt nicht Valadares oder Espinosa. Oder Chavez auf der Auswechselbank. Also sogar zweimal Chavez auf der Auswechselbank. Der ist so gut, der ist gleich zweimal dabei. Der ist so wahrscheinlich ist der Zwillingsbruder. Ja, und jetzt hier Finnland, da kennt man ja auch alle. Aber ich glaube den Pukki, ich glaube den Namen habe ich schon mal wirklich gehört. Pukki ist weg. Ja. Nee, Spaß beiseite, ich glaube den Namen habe ich sogar wirklich schon mal gehört. Ja, gleich geht's los, das zweite Spiel. Erste Challenge habe ich ja gewonnen. Ja. Und ich bin Finnland in Weiß. Genau, ich bin Honduras in Blau. Und ich würde zumindest, also wir haben jetzt auch recht gleich starke Teams gewählt.
Ja, wollten wir mal drauf achten, dass es ungefähr zumindest gleich ist. Ja. Was für mich natürlich jetzt eigentlich ein Vorteil sein sollte, nee. Weil ich gebe es zu, ich bin hier definitiv der Favorit. Ja, und du hast ja auch das erste Fußballspiel gewonnen. Und ackert, er hämmert und hackt auf dem ganzen Platz. Na komm schon, geh ran. Gefährliche Flanke. So, schön, Seitenwechsel. Brand. Der war doch aus. Nein, war voll auf der Linie. Also meiner Meinung nach eher voll über die Linie. Nee. Oh, und ein schöner Querpass von mir zu dir. Die Kugel war schon weg und jetzt hat er wieder. Wie man sieht, ich stehe hinten für eine sehr stabile Abwehrarbeit. Echt? Nee, überhaupt nicht. Und die Situation ist bereinigt. Jetzt greift Ah, schade. Einmal für mich. Ja. Möglicherweise was. Nein. Gute Flanke. Also die schon. Achtung! Und der Ball ist drin! Yes, baby! 1-0. Schön Abfälscher sozusagen. Das ist echt richtig gut gestoppt. Ich glaube, der wäre sonst nicht reingegangen. Ja. Da jubeln sie. Da freuen sich ja auch die Fans, also die finnischen nicht. Er steht falsch, ja. Er guckt dumm, er hat ein Tor echt keine Chance. Sorry. Ja, also. Das stimmt die ganze Abstimmung nicht. Also ich ja, weiß, stimmt die Abstimmung nicht. Stimmt schon, ja. Das ist das klassische. Hör auf, Buschi. Genau, ich bin trotzdem überlegen, ob ich da nicht eventuell doch im Abseits stand, aber scheinbar nicht. Naja, das war jetzt aber doof. Na hey! Nein. Das ist so eine Blamage. Oh ja, dann schalten wir mal eben nach Finnland oder Honduras. Ja. Ja, schön, da hat man ganz viel gesehen. Das war Finnland, da ist es ja immer dunkel. Ist immer dunkel, auch im Sommer. Überhaupt nicht. Also gerade im Sommer ist es ja in Finnland eigentlich mehr oder weniger die ganze Zeit hell. Ja, aber es gibt halt auch dann die andere Zeit, wo es sehr lange dunkel ist. Ja, aber die WM war ja im Sommer. Also bis auf die WM in Katar, falls sie da stattfindet, sind die eigentlich immer im Sommer. Ja, und das wissen wir halt noch nicht, wo die WMs sein werden. Zum Zeitpunkt der Aufnahme noch in Russland und dann in Katar. Ja. Da ist doch keiner, da ist doch keiner. Ja, das. Oh, ein hartes Zweikampfverhalten. Boah, fand ich jetzt nicht so. Ich auch nicht. Na! Klasse Parade vom Torwart, der lässt nichts anbrennen. Nein, lässt er nicht. Na, entweder hat er den Ball oder hat er nicht. Bleib mal schön fair, bitte. Und er bekommt Hilfe. Echt, du bekommst Hilfe? Gute Position für einen Ja. Also da habe ich ihn dir aber echt fair abgelaufen, das ist deiner echt umgefallen. Ich hab. Nein. So bitte nicht. Oh, schön. Oh. Es gibt für mich wahrscheinlich nachher noch eine gelbe Karte. Ich versuche halt immer so einen Haken zu schlagen, aber das wissen die natürlich nicht. Palacios. Bengtson. Jetzt haben sie zu ihrem Spiel gefunden. Okay, das war eine Abseitsposition, aber trotzdem so frei. Es gibt noch die gelbe Karte, das ist hier das Foul in der Mittellinie gewesen. Aha. Nicht gelbe Karte. Ja, hier das Abseits brauchen wir uns nicht nochmal gucken, das glaube ich. So, schön. Na. Zu Risikofreude. Ja. Das war vollkommen fair gespielt.
Vinicius. Barros. Nee. Lass es aber auf. Wir spielen nicht nur Bande. Ich dachte, das wäre ein Heimturnier. Nee. Das gibt schon länger leider nicht mehr bei FIFA. Schöne Flanke. Sowas nennt man souveränes Torwartspiel. Ja. Wie gut, dass man den eigentlich nicht steuern muss. Ja, es sei denn, du holst ihn selbst aus dem Strafraum raus. Wenn Sie das sicher nach Hause schaut, ja, 2-0 für Honduras. Zur Pause steht es 2-0. Zübel. Ein Finale mit einer Führung in der Halbzeitpause. Gucken wir uns auch nochmal dieses schöne Tor an. Ja, da war ich echt chancenlos. Und das war gut. Ja, ich habe ein bisschen mehr Ballbesitz. Schuss aufs Tor. Ja. Und weiter geht's. Wie schafft man nochmal? Kreis. Kreis. Okay. Ich habe X benutzt. Egal. Viereck. Die zweite Halbzeit. Kannst du aber, glaube ich, auch. Das ist aber dann, glaube ich, ziemlich ungezielt. Mann, Mann, Mann. Diese Ballverluste sind echt unnötig. Figueroa. Palacios. Jetzt läuft der Ball gut. Sie kombinieren hervorragend. Nope. Ja. Yeah. Schade. Ey! Es ist voll unfair, was du hier machst. Das war einfach abgenommen. Da ist doch keiner. Sicher hat er das gemacht. Und so bereinigt man eine solche Situation. Nee. Du hast da nur unten auf dem Radar. Ja. Guck ich aber auch in der Regel nicht drauf. Juan Carlos Garcia. Laros. Bengtsson. Oh, die ganzen bekannten Namen. Garcia. Der konnte passen. Abgewehrt, aber noch nicht geklärt. Den Garcia musst du echt aufpassen. Ja. Können die da was draus machen? Der hat ihm schon mal ein Tor gemacht. Ups. Und nee. Neben den Kasten. Ja, also die Ecke war auch nicht so geplant. Garcia. Da habe ich wieder einen Haken versucht. Ja, und das weiß er nie. Ey! Das war. Ein Schiedsrichter muss das war Ball gespielt. Nee. Doch entschieden, das Spiel zu unterbinden. Und der Freistoß blitzschnell ausgeführt. Ja, blitzschnell. Ja. Stand, jetzt nicht mehr steht. Ja, dass er an dieser Stelle den Ball verloren hat. Mann, Mann, Mann. Immer diese Pässe in den freien Raum, wo der Raum dann wirklich frei ist. Ja, passt im freien Raum bestimmt, solange da ein Spieler für dich auch reinläuft. So wie hier zum Beispiel. Juan Carlos Garcia. Ja, der Garcia wieder. Oh, das war, aber musst du zugeben, das war echt ein schickes Tor. Ich hab jetzt gerade nicht zugeschaut, tut mir leid. Da freuen sie sich auch mit Ross wieder. Ja. Also richtig. Wir sehen die Wiederholung in die Mitte und hier. Es war gut. Ja. Eingenetzt wird auch der Netzverwagen. Ja. Danke an die Regie. Ja, weg Regie. Perfekt gespielt. Die Hereingabe exzellent. Der Abschluss noch besser. Ein klasse Tor. Diese Führung kannst du fast schon als Ruhekissen benutzen. Ja. Ich glaube auch. Was willst du mich jetzt hier? Ach komm, das ist. Was macht er denn da? Das ist fies. Ich schieße mit dem Torwart eh nicht aufs Tor. Oh, ich muss mal eben kurz gucken, dass ich schnell nach hinten komme. Nein, 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 nein. Palacios.
Ja, das ist auch manchmal, ich glaube, da ist deinem Spieler der Ball beim Annehmen auch ein bisschen versprungen. Das passiert natürlich auch gerade mal, ne, wenn du so Honduras oder sowas spielst, dann passiert das den Spielern natürlich auch mal, weil sie natürlich nicht perfekte Technik haben. Ja, aber was ich sagen muss jetzt, was du gerade mit dem Torwart gemacht hast, das war ein bisschen, um mich zu demütigen. Das war nicht nett. Ich mache das andauernd, dass ich mit dem Torwart, wenn ich führe, zumindest bis zur Mittellinie rauslaufe. Tore schießen habe ich schon vor Jahren aufgegeben, weil das schafft man eh nicht. Aber bis zur Mittellinie ein kleiner Sprint ist schon mal drin. Jetzt hat er den Platz, den er braucht. Jetzt zieht er ab. Oh! Ja, wie gesagt, ich habe schon ein paar Mal FIFA gespielt. Und das war hier nochmal schön verschoben, dadurch war der Torwart nicht mehr, stand nicht mehr gut gegen Lauf. Es kommen noch andere Spiele, wo du gegen mich gewinnen kannst. Es kommen auf jeden Fall noch andere Spiele. Wie war nochmal in anderen Umtreten? Machst du doch gerade. Jetzt ist er durch. Ja, also es tut mir leid, also wenn du den so ungedeckt lässt, dann. Ja, ich wollte mich einfach nur noch kaputt treten. Dann macht der Bengtsson auch eben noch den Hattrick. Er hat den Tag der Tage erwischt. Ja. Ein drittes Torstück. Im Finale. Unfassbar, wirklich, der Mann hat einen Lauf. Ja. So, und mit diesem ist ihm zu gönnen. Ist dann endgültig jeder Zweifel beseitigt, das Ding ist gelaufen. Ah, 590 Minuten, das kannst du auch aufholen. Guck mal, jetzt hat meiner schon Krämpfe und läuft nicht mehr. Ja, das passiert auch. Spieler können sich auch hier verletzen, wenn du spielst. Und ja, Honduras Weltmeister. Honduras Weltmeister und Bacon kriegt den nächsten Punkt. Ja, absolut verdient, leider. Muss man zugeben, ja. Da hat er keine Chance. Bin ich auch ehrlich gesagt bei der Fußball-Challenge schon ausgegangen, dass ich die eigentlich gewinnen ja. Soll. Aber es war 3-1 und 5-0 ist deutlich. Also muss man zugeben. Aber wir haben noch andere Challenges und da sehen wir uns dann wieder und wir feiern jetzt mit Honduras eine kleine Party. Mit Honduras feiern die Party. Die haben allerdings leider ja den gleichen falschen Pokal in der Hand. Das tut mir auch echt leid. Das ist nicht der richtige. Deswegen blenden wir jetzt auch schon mal aus und bis zur nächsten Challenge. Ciao.